So, herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen Let's Play. So. Oh, fünf Leute sind gerade mir ist auch aufgefallen, ne? So, ich meine ja letztens, dass extrem wenig Action drauf war. Als ich da mal privat gespielt habe, da waren auch relativ viele Leute drauf. Es scheint also eher so zu sein, dass der Server nicht allgemein tot ist, sondern halt einfach nur über die Mittagszeit, weil ich habe ja letztens auch am Wochenende vormittags gespielt, dass halt einfach der Server halt am Vormittag nicht so sehr besucht ist, sondern dann halt eher so immer abends. Jetzt schneit's hier auch drinnen. Ich glaube, ich kriegen was kriege ich denn hier? Geschenke? So, dann machen wir mal mit unserer, mit unserer schweren Aufgabe des Sachwerts weiter. Wobei, ich würde erstmal gerne die Seite machen, weil hier kommen wir später von da aus, den kommen noch ran. Deswegen macht das technisch gesehen voll hart Sinn, erstmal hier weiterzumachen. So ungefähr. Wir brauchen mehr Sand. Wir brauchen definitiv mehr Sand. Scheiße, was dann? So, okay. So, ich hab doch alles grob gemacht, wie du es wolltest, lieber Herr. Was jetzt schon wieder? Was jetzt? Was muss ich jetzt machen? Danke. Hallo? Erdanblätter? Bitte verpasst euch. Ich kriege die Krise. Ich will eine Krise. Ich will eine Krise. Ich will eine Krise. Ich will eine Krise. Danke. So. So. Hey, komm her. Schade. Ich bin es immer gewohnt, so Sand einfach im Überschuss zu haben und jetzt hier eher nicht mehr so. Bist du ungewohnt. Schon bist du ungewohnt, ne? Da merkt man nochmal wieder, woher dieses Sprichwort kommt. Dass Sand das wichtigste Rohstoff überhaupt ist. Was man aber immer erst dann merkt, wenn man es nicht mehr hat. Ja, hier fehlt es noch eine Riege. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das Dach komplett spitz mache oder es hier oben nicht ein bisschen abgeflacht lasse. Ob wir da einfach ein paar Slabs hinbauen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Doch, ich würde fast sagen, dass wir es hier abgeflacht lassen, oder? Würde das so. Doch, 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 doch. Okay, dann machen wir es so. Dann können die jetzt erstmal wieder. Achso, nee, noch nicht. Da muss ich erstmal noch hier gegen bauen. Na, das wird jetzt ein Spaß. Das wird ein Spaß, Alter. Oh, Scheiße.
So, wie mache ich das am liebsten? Geht das so? Ja, sehr schön. Muss ich überlegen. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier so mache. Ungefähr so. Bam. Und dann kommt hier das Dach drüber. So ist das Grunddach. Würde es von der Schräge so gut aussehen oder? Doch, das sieht gut aus. Doch, das sieht gut aus. Okay. Ah, schön, die Wolle wird auch langsam. Sehr gut. So, die restlichen Steine können jetzt weg. Die können wir einmal so und dann so. Nein, da. So, hier können wir auch gleich mal. Ach nee, können wir noch nicht. Da müssen wir erstmal aufs Dach rauf. Vorher kann ich da noch nicht dicht machen. Wir brauchen auch beide immer was zum Essen hier. Da. So. Die Erde kann hier wieder weg. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Stattdessen kommt jetzt hier einfach immer Stein hin. Wir müssen bei Survival auch gar kein Volldach machen. Wir können auch hier so Löcher drinnen lassen und dann so Gittertisch später drauf machen. Quasi, damit hier auch ein bisschen Tageslicht reinkommt, ist da, wie ich meine. Muss jetzt aber mal gucken, welchen Abstand ich das Ganze mache. Warte kurz. Also wenn jetzt eine solide Wand reinkommt. Genau so. Doch, das passt ja perfekt. Easy, jetzt haben wir hier zwei Löcher. Ah, nee, passt nicht perfekt. Scheiße. Ach, Kacke. Gut, dann musst du leider weg. Damit du dahin kannst. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir. Machen wir es so hier. Machen wir zwei Dreier. Easy. Also, dann haben wir hier definitiv mehr als genug Tageslicht. Müssen wir nur gucken, welche Art von Gitter wir da drauf machen. Gate gibt's. Schnauze. Gibt nein. Fancy ist garantiert. Nee, auch kein aus Stahl. Schade eigentlich. Also, außer was das auch immer hier ist. Traffic Fans. Haha. dann bei Crafts. Da haben wir halt nur die Dinger hier. Würde halt gehen, ja. Habe ich ja bei meinem Creative Server ja auch gemacht, um als, ne? Was ist denn das hier? Na, Stahl geht, das ist doch genau das, was wir brauchen. X-Paint, Space. Ja, das ist doch genau das, was wir brauchen. Easy. Danke. Kriegen wir gleich 16 Stück von. Das ist natürlich ein bisschen sehr viel, aber pff, was soll's. Können wir vielleicht auch noch für andere Sachen verwenden oder so, keine Ahnung. So. Jetzt kommt, die Dinger können sich nicht waagerecht. Die können sich jetzt wirklich nicht waagerecht ausrichten. Scheiße! Okay, jetzt brauche ich einen Schraubendreher. Jetzt ist Feierabend hier. Nein, das funktioniert nicht. Kacke. Kann ich die Dinger querstellen, bitte? Yay! Wo kommen die ganzen Levels her immer? Nee, ich kann die Dinger nicht rotieren. Ah, ja, super. Hat sich ja voll gelohnt hier. Hat sich ja, dann machen wir halt doch. Wie war das? So hier? Ja. 6 Stück brauchen wir. Ja, anders geht's nicht. Okay. Holy fucking shit. Ja, Eisen AD. So, schwupps.
Dann machen wir jetzt so, so und so. So, so und so. Okay, es klaut doch ein bisschen Sonnenlicht, aber es ist definitiv noch hell genug hier. Wobei ich die Dinger doch gerne eins höher hätte. Wobei, vielleicht kann man die auch umdrehen. Bitte Schraubendreher. Ja. Okay, geht wirklich nicht. Ich muss das wirklich 1, 2, 3, 4, 5 mal bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Dankeschön. Hat die wirklich ewig gedauert. So, sieht doch geil aus. Krass, korrekt. Mache ich auch noch so schräg dagegen oder lasse ich das tatsächlich so? Die Sache ist, wenn ich das hier schräg dagegen mache, dann kommt da natürlich auch weniger Sonnenlicht durch, weil man sieht das schon an der Stelle ist hell, weil diese Slabs und die Treppen. Da ist irgendwie mein Test ein bisschen komisch und lässt Licht durch. Warum auch immer. Das heißt, hier kommt auch ein bisschen Sonnenlicht durch. Wahrscheinlich sogar mehr als da. Keine Ahnung. Wenn ich da jetzt aber gegenbaue, dann wird es an der Stelle, siehst du hier, direkt dunkler. Wäre also die Frage, wollen wir, dass es schön aussieht oder wollen wir, dass es hell ist? Gibt's hier so eine Vierteldinger? Die da, genau. Ach so, diese Mauern. Ach scheiße. Ach scheiße. Ach kacke. Ach scheiße. Sowas wie eine Kettensäge oder sowas gibt es hier garantiert nicht. Doch, gibt es. Da bauen wir uns mal davon eine. Komm mal her. Wir brauchen einmal Stahl, da brauchen wir Holz. So. 12 Stahl, Alter, ich glaub dir. Achso, 5 Stück kosten 12 Stahl. Wer braucht davon 5 Stück? Was haben wir mit 5 Sägen? Ich meine, Öfen, ja, die arbeiten alleine. Die kannst du machen lassen, dann kannst du 20 Stück hinstellen und dann kannst du 20 Stacks parallel backen. Aber die Säge macht doch nichts alleine, das musst du doch selber machen. Du kannst doch nicht 12 Sägen oder 5 Sägen selber bedienen mit einmal. Das geht doch gar nicht. Also was soll das bringen? Who knows? So, die Säge kommt hier. So, perfekt. Kobbel. Danke. So, Mikro, Kopfsteinpflaster. Nee, ich hätte gerne. Ist das das Richtige? Es sieht mir fast so aus. Danke. Es. Ja, yeah, whatever. So, ach komm, ja damit. Okay, so, dann gucken wir mal. Kann ich jetzt einfach dagegen backen oder? Es wird natürlich Katastrophe. Ach Mann, oh, ich will nicht mehr. Kann ich hier da umgehen packen? Kann ich auch nicht. Ach scheiße, die Wand an. Ach kacke. So, kann ich euch so gegen packen? Ja, das funktioniert. Achso, siehst du? Achso, wow, ich komme auch so ran. Dann brauche ich die Erde hier gar nicht. Sehr geil. Ja, also optisch sieht es. Okay, also es sieht zwar schon so ein
bisschen Gefängnis-like aus, ja. Oder so Katakomben-mäßig. Aber ich bin jetzt nicht so abgeneigt dagegen, ins Gefängnis zu gehen. Nee, danke. Nee. Danke. Yay! Ah, sieht doch geil aus. Das sieht doch schön aus. Schnieke. So, jetzt können wir sogar noch hier oben drauf rumlaufen. Ist doch geil. Ja, so lassen wir das. Sieht doch krass korrekt aus. Easy. So, unsere Felder. Sehr gut. Hier hätte ich halt gerne noch ein Bett drin. Ein Sarg? Nee, ist ein primitives Bett, ja, sehr primitiv. Ach so, einfach so ein bisschen Stroh. Das finde ich auch geil. Wolle haben wir noch gar keine, ne? Obwohl, doch klar, wir haben noch Wolle. Wir wollten uns ja noch paar hier Betten bauen, Säcke bauen. Fällt mir gerade mal so ein. So, jetzt werde ich das aufräumen. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Schnauze. Ja. Mach den mir einfach nach, den gibt's nicht. Du und du und du. Und du und du und du und du und du. Achso, ich kann ja eigentlich direkt wieder kombinieren. Oder auch nicht. Och nö, die haben das Rekombinieren hier nicht drin. Wollt mich verarschen? Och nö. Oh gut, dann hatte ich. Ist ja zum Glück eine Cobblestone. Zwar schade drum, aber scheiß drauf. Ja. So. Was jetzt? Genau. So. Ich wollte mir ein Bett bauen. So. Weiß ich natürlich nicht. Backpack. Ist das das normal? Oh, Streichhölzer. Nice. Ach so, ich brauche noch Wolle. Diese Dinger da. Kacke. Ah, scheiße. Egal, kann ich ja gleich von den Feldern abbauen. Gut, erstmal bauen wir mal hier das Bett. Brauche ich jetzt ein bisschen Wolle für. Holz meine ich doch. Wolle habe ich ja schon. So. Nice. Machen wir das so. Ja doch. Ja, machen wir so. Yay, yay. Was ist das denn? Okay. Haben wir eine kleine, süße, wunderbare Tasche. Nice. Brauchen wir jetzt noch ungefähr 200 weitere davon und dann können wir uns vier große Taschen bauen und dann gehört die Welt quasi uns. Ah, die ersten Sachen sind sogar schon gewachsen, sehr schön. Sobald es dann hell wird, können wir die Sachen dann auch abernten. Das sieht schon geil aus, ne? Man kriegt sogar diesen wunderschönen Sternenhimmel. Wir hätten natürlich auch Glas reinzimmern können, ne? Aber wobei Glas, ich weiß nicht. Hätte Glas schön ausgesehen. So, letztendlich. Ich meine, wir können die Dinger auch raufbauen, Glasblöcke reinbauen und dann diese Stahlgitter über das Glas bauen.
Wäre das eine Lösung? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es erstmal so. Hey, wir können Monster fliegen. Oh, okay. Der Levelunterschied ist doch ein bisschen zu groß. Hä? Wo bist du? Ja. Na gut, dran nicht. Schade. Obwohl, die sieht doch so eigentlich relativ gut aus, oder? So von der Breite her sieht es eigentlich vollkommen in Ordnung aus. Nee, reicht so. So, okay. Wo waren wir jetzt gerade? Genau, bei Taschen bauen können wir aber noch nicht, weil wir dafür Wolle brauchen. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen Wolle abbauen. Das Ding stört mich noch da vorne. Da brauchen wir noch mal ein bisschen Sandstein. Haben wir noch 2 Stück von, auch sehr geil. So, sehr gut. Weißt du was? So. Aha. Kommt was hier auch mit rein? Du auch? Du auch? So. Kannst du dann gleich mal wieder hell werden hier? Also. Was? Okay, interessant. Ich bräuchte halt hier noch so, oh, so einen Ausstieg, ne? Wo ist denn der Mond? Ach da. Ah, ne. Dieses Tag wird dauert doch ein bisschen. Schade eigentlich. Dann behelfen wir uns mal doch ein bisschen mit Fackeln. Der dauert mit den auf Tag warten einfach zu lange. Wir können auch ein bisschen Bäume bauen, ne? Schaffen. Kreieren. So, können wir ein bisschen nachhelfen. Oh. Komm her, du lieber Enzo. Kommst du? Ja, er kommt. Hier bei dem Baum nicht durch, der zu fett. Haha. Du Stirbkartoffel. So, wir haben jetzt Level 27 und 16,7% zum nächsten Level. Mal gucken, wie es hier gleich aussieht, wie viel Prozent wir bekommen. Gott, wie lange das braucht hier. Oh ja, geht ja.
weiß nicht, so viel Prozent, wie ich gekocht hatte, aber reicht. So, genau. So. Oh, Bärchen. Sind die schon fertig? Doch, ne? Die Bären pflanze ich lieber hier vorne an. Hier vorne so in der Reihe mache ich dann die ganzen Beeren hin. Da hinten machen die keinen Sinn. Da lasse ich hier hinten die Fläche lieber für Wolle und sowas alles. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Wolle. Jetzt haben wir ein bisschen mehr hiervon. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich gerade mache. So und so und so und wir brauchen ja mindestens 4 Stück für eine große Tasche. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die mittlere Tasche. Okay, falsch. Okay. Das heißt, eine große Tasche kriegen wir schon mal hin. Nee, kriegen wir nicht. Doch, kriegen wir. Genau, eine große kriegen wir hin. Na, das war der erste Streich. Und das ist der zweite Streich. Easy! Yay, unsere erste große Tasche. Wuhu! Hardcore. Nice. So. Das war es ja mit 120 pro große Tasche doch gar nicht so falsch. Krass korrekt. So, müssen wir nur noch ein bisschen warten, bis hier mehr Wolle entsteht. Wolle braucht immer so ewig, bis es wächst. Das ist Katastrophe. Aber wir haben ja auch relativ. Stopp doch mal bitte! Digga, der Balken war bei 0%, blieb aber einfach bei 0% für eine Dreiviertelstunde. Das war ja schlimm. Ach guck mal, hier steht sogar. Effekt Bleeding. Noch 7 Sekunden. Krass. So, danke. 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 Wäre doch geil, wenn es so wie in diesen Survival Games, wo es denn so hier so Verband gibt, was man sich dann so anlegen kann, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Obwohl, vielleicht gibt es das sogar. Wie nennt man denn sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch so keinen Plan. Ey, die Sonne geht schon wieder weg. Ist ja schlimm. Ja, gut, das ist das Ding. Stimpack, genau. Das ist Plastik. Nee, gibt's nicht. Habe ich das überhaupt richtig geschrieben oder so? Nee, ne? Gut, ich würde mal sagen, dann ist damit die Folge auch erstmal beendet. Ich glaube auch mal, das soll doch erstmal für diese Session jetzt auch die letzte Folge gewesen sein. Weil, nee, eine Folge noch müsste ich noch machen, ne? Hätte ich 6 Folgen, das reicht dann bis Samstag früh. Weil ich überlege nämlich, ob ich am Samstag,
Nee, doch, genau, das macht voll Sinn. Genau, die Folge kommt jetzt am Sonntag, am Freitag raus. Für euch. Und auch am Freitag, also Freitagmittag, mache ich denn ja wahrscheinlich den Livestream. Muss ich aber noch gucken. Das heißt, ihr müsst diese Folge vor 12 Uhr geguckt haben. Weil wenn ich Livestream mache, dann um 12 Uhr. Weiß ich aber nicht. Muss ich mal gucken. Wenn ich Livestream mache, dann habt ihr es sowieso schon erfahren über mein Testforum. Also wenn ihr da zumindest unterwegs seid, weiß man ja nicht. Gibt es ja vielleicht auch Leute, die gucken meine YouTube-Videos, ohne das Forum zu besuchen. Weiß man ja nicht. So, das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Programm enden. Und ich will ganz kurz hier. Okay, ja, klar zusammen. Ja, aber doch war richtig geschrieben. Ich weiß nicht, was heißt das auf Deutsch? Gibt es dafür nicht einfach einen deutschen Begriff? Adrenalinspritze. Englisch. Ja gut, das ist bereits Deutsch. Easy. Ja, okay. Genau. Bis dann, würde ich mal sagen.